Ja, herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe Ihres Magazins vom Westallgäu bis zum Bodensee. Ich spreche heute mit dem Landrat des Landkreises Lindau, Elmar Stegmann, und mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau, Claudia Alfons. Ja, wir wollen ein bisschen übers neue Jahr reden, aber auch ein bisschen übers alte. Und da fangen wir doch gleich mit dem alten an, Herr Stegmann. Das, was uns im letzten Jahr beschäftigt hat, 2022, ist etwas in den Hintergrund getreten, nämlich Corona. Gott sei Dank, es ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber was hat das für eine Rolle trotzdem gespielt und wird es auch 23 spielen? Ja, Corona ist benannt nach der Krankheit Covid-19. Die 19 sagt, im Jahr 2019 ist erstmal dieses Virus aufgetreten in China. Und ich glaube, es hätte sich kaum jemand vorstellen können, Ende 2019, Anfang 2020, dass wir uns 2 Jahre lang mit dieser Krankheit beschäftigen werden. In der Tat war es so. Am 27. Dezember 2020 haben unsere Impfzentren im Landkreis geöffnet. Wir haben begonnen mit den Impfungen und jetzt 2 Jahre lang diese Impfungen durchgeführt. Wir sind damit ein großes Stück vorangekommen. Wir konnten ganz viele Menschen im Landkreis vor dieser Erkrankung, vor Infektionen schützen oder zumindest dazu beitragen, dass die Infektionen einen milderen Verlauf genommen haben. Corona ist nicht vorbei, es wird uns weiter beschäftigen, aber mittlerweile haben die Infektionszahlen ein Niveau erreicht, wo wir das Ganze einordnen können mit einer normalen, in Anführungszeichen, Infektionskrankheit. Deswegen sind wir vorbereitet, wenn es auch wieder größere Ausbrüche geben sollte, was wir alle nicht hoffen, aber keiner weiß, und das haben diese 2 Jahre jetzt gezeigt, was das Virus macht. Die aktuell vorherrschenden Varianten sind wohl weniger krankmachend und insofern dürfen wir, glaube ich, was Corona anbelangt, mit Optimismus ins neue Jahr starten. Ja, Optimismus ist nicht angebracht, wenn es um das andere große Thema derzeit geht, der Krieg in der Ukraine, der, naja, durch die Geflüchteten aus der Ukraine natürlich insofern auch den Landkreis Lindau beschäftigt. Wenn das Impfzentrum jetzt weg ist, wird das dann automatisch eine Unterkunft für Geflüchtete? Und ist das kann ja nicht die endgültige Lösung sein. Wie wird da langfristig drüber nachgedacht, die Menschen hier unterzubringen im Landkreis? Ich würde das Thema gerne einordnen insgesamt in den Bereich der Flüchtlingsunterbringung, denn wir haben nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine. Es wird in der Öffentlichkeit bislang kaum wahrgenommen, dass aus anderen Ländern mindestens genauso viele Flüchtlinge zu uns nach Deutschland kommen. Was die Impfzentren anbelangt, ist es in der Tat so, dass eine Anfrage des Freistaats Bayern vorliegt, ob diese Impfzentren, wenn sie denn zum 31. Dezember dann geschlossen haben, weiter genutzt werden können als Flüchtlingsunterkunft. Und auch diese Überlegungen haben wir bereits beim Landratsamt angestellt. Das ist natürlich naheliegend, denn diese Halle war bereits dem Schul- und Vereinssport entzogen. Sie ist umgebaut worden zum Impfzentrum. Und insofern wäre es naheliegend, dort auch Flüchtlinge unterzubringen. Wir hatten übrigens bereits im Jahr 2015 und 2016 diese Halle, die wir jetzt als Impfzentrum nutzen, als Flüchtlingsunterkunft in Betrieb. Und insofern geht es in diese Richtung in der Tat. Wir sind nicht glücklich über diese Lösung. Man muss aber dazu sagen, dass ich bereits seit einem Jahr die Bürgermeister bei uns im Landkreis dafür sensibilisiere, uns freien Wohnraum zu melden, damit wir als Landratsamt diese Wohnungen anmieten können, um Flüchtlinge unterzubringen. Ja, man sieht an dem Thema und auch an einem anderen Thema, wie sehr die großen Bundesthemen halt auch immer die Regionen betreffen. Das ist beim Thema Energie natürlich nicht anders. Wie sind Sie denn aufgrund der Energiekrise im Jahr 2023 aufgestellt? Wollen Sie mehr einsparen? Können Sie überhaupt noch mehr einsparen? Wo sehen Sie da Potenziale? Also das Thema Klimaschutz, und das hängt ja mit der Energieeinsparung zusammen, ist für mich persönlich schon seit vielen, vielen Jahren ein ganz zentrales Thema. Deswegen haben wir vor Jahren bereits damit begonnen, unsere ganzen Liegenschaften des Landkreises auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, was können wir tun, um unseren eigenen Liegenschaften Energie einzusparen im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Liegenschaften. Das hat dazu geführt, dass wir unsere ganzen Schulen modernisiert haben. Das heißt, die haben Wärmerückgewinnungsanlagen installiert bekommen. Wir haben neue Dämmungen angebracht, neue Lüftungssysteme installiert. Wir haben im Landratsamt selbst beispielsweise die Beleuchtungen in LED-Beleuchtungen, die wesentlich weniger Strom verbrauchen, umgetauscht. Wir haben unsere Heizungen modernisiert. Also da ist unheimlich viel schon in den vergangenen Jahren passiert, sodass jetzt das Potenzial nahezu ausgeschöpft ist, bei diesen Liegenschaften noch weitere Energien einzusparen. Natürlich
Natürlich haben wir auch jetzt im Zuge der Energieknappheit Wärme reduziert in den Liegenschaften des Landkreises. Diese Dinge sind weiter gemacht worden. Man prüft natürlich ständig, was man tun kann, um den Energieverbrauch weiter abzusenken. Also da sind wir bisher schon auf einem guten Weg gewesen und werden da ganz bestimmt nicht in unseren Anstrengungen nachlassen. Denn es ist auch nicht nur eine Frage eben der Energieeinsparung, sondern auch des Klimaschutzes. Und das hat für uns ganz hohen Stellenwert in der Landkreispolitik. Wenn wir jetzt dann schauen, wenn weitere Baumaßnahmen anstehen, wir bauen beispielsweise eine neue Schule, auch dort wird darauf geachtet, dass da sämtliche Energiestandards eingehalten werden und die Schule möglichst wenig Energie verbrauchen wird. Es wird ein kompletter Neubau der Antonio-Huber-Schule. Wie wichtig ist der für Sie, für den Landkreis, aber auch so allgemein für die Bildungslandschaft? Das ist eine Förderschule für Kinder, die etwas lern- und entwicklungsverzögert sind und da besonderen pädagogischen Bedarf haben. Wir waren mit dieser Schule bisher in Mieträumlichkeiten der Stadt Lindenberg. Die Stadt benötigt diese Räumlichkeiten selbst und deswegen ist der Landkreis in die Situation gekommen, diese Schule neu zu bauen. Im Oktober war Spatenstich. Wir bauen hier ebenfalls eine komplett neue Schule am Schulzentrum in Lindenberg. Und die Antonio-Huber-Schule wird so ein Investitionsvolumen von rund 18 Millionen Euro haben. Und mit der Förderung des Freistaats und den Rücklagen, die wir angehäuft haben, werden wir auch dieses Schulprojekt dann stemmen für eine gute Bildungslandschaft im Landkreis Lindau. Mhm. Herr Stegmann, bevor wir aufhören, letzte Frage, was wünscht Sie sich denn persönlich, was wünscht sich der Privatmann Elmar Stegmann für 2023? Wir hatten anfangs gesprochen über die Corona-Pandemie und ich glaube, diese Corona-Pandemie, die hat uns allen vor Augen geführt, das wichtigste Gut ist die Gesundheit. Und deswegen wünsche ich Ihren Zuseherinnen und Zusehern, aber auch mir persönlich und allen Menschen Gesundheit, das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, dass wir alle gesund durch das Jahr 2023 kommen. Vielen Dank, Herr Stegmann, wünsche ich Ihnen auch. Und die Frage nach den persönlichen Wünschen, die habe ich natürlich auch Claudia Alfons gestellt. Ja, persönlich wünsche ich mir natürlich vor allem, dass ich gesund bleibe. Einmal was Corona und solche Krankheiten anbelangt, aber dass wir auch mental irgendwie alle fit bleiben. Und das wünsche ich uns auch als Stadtgemeinschaft, wünsche ich natürlich auch Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern, weil es sind herausfordernde Zeiten. Jetzt kommen wir aus 2,5 Jahren, wo man immer an die körperliche Gesundheit gedacht hat. Und ich finde, so langsam merkt man, es ist auch wichtig, dass man einfach mental gut drauf bleibt und sich nicht zu sehr runterziehen lässt, auch einfach von der Gesamtlage, wie die so ist. Also das, finde ich, ist das Wichtigste, dass man wirklich gesund und munter im wahrsten Sinne des Wortes bleibt. Mhm. Ja, Sie haben ganz kurz die Corona angesprochen. Die Lage hat sich ja Gott sei Dank in 2022 ein bisschen entspannt. Natürlich ist es nicht vorbei, ja. Aber es konnte die Linderhafen-Weihnacht schon mal wieder wie früher, ja, quasi stattfinden, nicht wie in den letzten 2 Jahren. Ja. Lässt das unterm Strich für 2023 hoffen? Wie positiv sind Sie da? Also was das anbelangt, bin ich tatsächlich positiv. Und ich finde, das war auch wirklich die schöne Entwicklung jetzt in 2022. Wir hatten so viele erste Male jetzt sozusagen in meiner Amtszeit. Ja? Das erste Mal Kinderfest, das erste Mal wieder die Rundum- oder das Winzerfest, den Wandertag. Sie haben es gesagt, die Hafenweihnacht, aber auch vorher der Jahrmarkt. Alles konnte dies Jahr das erste Mal wieder stattfinden nach 2 Jahren Pause. Und ich hoffe fest und gehe davon aus, dass das im nächsten Jahr auch stattfinden kann. Also wenn wir es dann nicht wegen Energie irgendwie einschränken müssen, vertraue ich darauf, dass wir es jedenfalls wegen Corona nicht nochmal ausfallen lassen müssen. Also dass wir da wirklich gelebt haben, einfach damit zu leben, gelernt haben, damit zu leben, ja. Was sind denn die großen Themen für 2023? Was haben Sie sich in aller Kürze vorgenommen? Es gibt ja immer viel auf der Agenda. Was steht so an? Was ist das Wichtige? Also das stimmt, die Stadt Lindau hat wirklich viel auf der Agenda und das schon seit einiger Zeit, schon vor meinem Amtsantritt und dann auch mit meinem Amtsantritt. Aber uns hat sich jetzt so ein Thema vor alle anderen Themen geschoben und das ist unser städtischer Haushalt. Also wir sind jetzt noch dabei und das wird sich noch bis Ende Februar ziehen, denn kommenden Haushalt aufzustellen für 2023. Das wird ein Sparhaushalt werden. Also wir werden überall auf die Bremse treten müssen, wo es irgendwie geht bei den Ausgaben, weil wir die Einnahmen gar nicht so schnell erhöhen können. Und dann am nächsten Tag, aber wenn der Haushalt 23 verabschiedet ist, werden wir wirklich einen Haushaltskonsolidierungsprozess starten müssen. Sprich, wo wir wirklich mal eine Aufgabenkritik machen für die ganze Stadt und uns fragen, welche Aufgaben muss die Stadt übernehmen, in welcher Qualität, mit welchem Standard muss sie die übernehmen, welche Aufgaben können auch andere übernehmen, private oder müssen eigentlich andere Behörden machen oder wie auch immer, dass wir dann wirklich wieder uns finanziell Luft verschaffen können, eben für die Investitionen, weil wir haben auch eben noch große Investitionsprojekte
Bildungsprojekte und da ist das Allerwichtigste für uns die Mittelschule. Also wir wollen eine neue Mittelschule bauen, um beide Mittelschulen, die gerade auf zwei Standorte verteilt sind, unter ein Dach zu bringen. Und das ist nicht nur für die Mittelschule wichtig, sondern auch für unsere Grundschulen, die nämlich diesen zusätzlichen Platz brauchen. Und im Moment haben wir kein Geld, um diesen Neubau zu finanzieren. Und deshalb müssen wir da jetzt dran arbeiten, dass wir diesen finanziellen Spielraum wieder herkriegen. Mhm. Ja, bauen und sowas ist und sanieren, das ist ja sowieso jedes Jahr Thema in der Stadt. Ja. Thema Wohnraum hätte ich noch eine Frage. Da ist ja im vergangenen Jahr durch einen Bürgerentscheid die geplante Wohnbebauung auf der hinteren Insel gekippt worden. Wie soll das denn da jetzt weitergehen mit diesem Areal? Also die Wohnbebauung ist ja nicht komplett gekippt worden durch diesen Bürgerentscheid, sondern der bezog sich auf einen Teil der städtischen Flächen, die mit Wohnbebauung hätten versehen werden sollen. Und das haben die Bürger jetzt gesagt, dass sie das nicht wollen. Aber weitere 63% der Wohnbebauung, die sowohl auf städtischen Flächen als auch ganz überwiegend auf Bahnflächen noch vorgesehen sind, die kommen trotzdem. Also das finde ich ist schon mal die gute Nachricht. Also ein Großteil dieses Wohnbauvorhabens wird umgesetzt. Und bei der Fläche, die jetzt Gegenstand des Bürgerentscheids war, da ist festzuhalten, wir wissen jetzt, was die Bürger mehrheitlich nicht wollen, ja, weil nur das wurde abgefragt. Wir wissen noch nicht positiv, was sie wollen. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen oder auch Ängste und insgesamt müssen wir da jetzt einen politischen Prozess zu führen, also sowohl im Stadtrat als auch mit der Verwaltung und der Bürgerschaft. Was ich aber meine vorweg sagen zu können ist, es werden dort weder Luxuswohnungen entstehen oder ein großes Hotel entstehen, was da die manche befürchten. Ja, dafür gibt es aus meiner Sicht keine Mehrheit. Und dann gibt es ja andere wie die Bürgerinitiative, die sich ja auch gewünscht hat, dass da ein großer Bürgerpark entsteht oder der Bürgerpark, der ja schon da ist, dass der vergrößert wird. Und da muss ich einfach jetzt sagen, aus Sicht des Haushalts der Stadt Lindau, da haben wir im Moment keine Spielräume dafür. Also es muss erstmal politisch entschieden werden, ob man das will. Und dann wäre eben die Frage, ob man es finanzieren kann oder wie man es finanzieren kann. Nur da will ich direkt sozusagen ein bisschen zur Vorsicht mahnen oder keine großen Erwartungen wecken. Das werden wir uns im Moment aus dem Stand nicht leisten können. Es ist ja auch im Moment ein Parkplatz, das ist ja auch immer nett in Lindau, einen Parkplatz zu finden. Können wir auch immer gebrauchen, ja. Letzte Frage, Sie haben den Verkehr schon angesprochen in Lindau, der ja auch immer ein Thema ist. Sie haben das klimafreundliche Lindauer Mobilitätskonzept, Klimo heißt Klimo, das. Klimo, genau. Wie weit sind Sie denn da? Wann ist Lindau Fahrradstadt? Kann man das schon sagen? Ja, eigentlich kann man sagen, wir sind es schon. Also das Klimo ist ja wirklich ein ganz langfristig angelegtes Konzept und das begleitet uns schon über viele, viele Jahre, auch schon bei meinem Vorgänger und das wird uns noch weiter begleiten und da sind ganz viele Maßnahmen drin und jedes Jahr sozusagen setzen wir davon welche um und das wird auch weiterhin so der Fall sein. Jetzt ist der größte Teil, den wir uns jetzt vornehmen als Baumaßnahme, der Ausbau des Bodensee-Radwegs. Der verläuft ja bei uns durchs Stadtgebiet an der Schachnerstraße, aber auch Bregenzer Straße, dann weiter Richtung Ortsausgang. Und dass das jeweils eben zur Fahrradstraße ausgebaut wird, man also dort einfacher, sicherer, komfortabler mit dem Fahrrad fahren kann, das ist die größte Maßnahme. Aber wir sind tatsächlich schon ganz gut in Lindau. Der Freistaat hat sich ja mal zum Ziel gesetzt, dass er, glaube ich, die Radfahrquote von 10% auf 20% verdoppeln will. Und wir haben in Lindau schon 30%. Insofern, das heißt nicht, dass wir nicht noch mehr tun wollen, sondern ich freue mich ja, dass wir da offenbar Bürger haben, die da einfach auch gut mitmachen. Aber insofern liegen wir da schon auch ganz gut. Das sagt die Lindauer Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. Vielen Dank und viel Glück und bei allem, was Sie vorhaben in 2023. Dankeschön. Und das wünsche ich natürlich Ihnen auch, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Extra-Ausgabe von Westallgäu bis zum Bodensee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.